Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die aktuelle Goodiebox, Welcome Box rein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen Blick hineinzuwerfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise kommt diese dänische Box monatlich daher, enthält 5 bis 7 Beauty-Produkte im Wert von mindestens 70 Euro. Wir haben mindestens 2 Full-Size-Größen mit dabei, genau, und wir zahlen 19,95 € pro Box und pro Monat und ich habe sie auch im regulären Abo, stelle euch die auch immer monatlich vor und genau, wenn man die Box ganz, ganz neu abonniert, bekommt man nicht die reguläre Abo-Box, sondern die Welcome-Box. Wenn ihr über meinen Link in der Infobox geht, und das geht nur über den Link, bekommt ihr auch diesen Inhalt, ne? Und es gibt auch noch ein Goodie on top, das ist ja auch noch mit dabei. Das funktioniert wirklich nur, wenn ihr über den Link in der Infobox diese Box bestellt. Und ja, dann habt ihr eine monatlich kündbare Beautybox, die wirklich sehr coole Produkte enthält. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach auch mal einen Blick hinein. Das ist immer in diesem wundervollen Schubladendesign. Und ja, das war natürlich mal wieder ein Reim. Und genau, mag ich sehr gerne leiden. Ich finde, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um sich so ein kleines Regalsystem zu basteln. Irgendwann hat man ganz schön viele Möglichkeiten, sich da Regalsysteme zu bauen, weil ich habe die jetzt schon seit Jahr und Tag, ne, dass die auch immer wieder bei mir halt ja ankommen. Das heißt, wir haben hier schon ein Regalsystem. Ich habe in meinem Lager schon ein Regalsystem davon. Und ich habe auch schon unten bei uns im Wohnbereich so ein paar von den Boxen stehen. Die haben halt einfach eine gute Größe, um das mal so zu sagen. Und ja, genau, hier habe ich dann einmal A Big Welcome to Happy Self-Care. Da wird man da begrüßt, dass man endlich sich dazu entschieden hat, sich etwas mehr Me-Time zu gönnen und sich einfach auch mit der Self-Care zu beschäftigen. Und wir haben hier auch überwiegend Pflegeprodukte drin. Ich sag mal so, bei den Produkten, die hier in der Box drin enthalten sind, ist immer so im Schnitt ein Produkt dekorative Kosmetik, der Rest ist halt überwiegend Pflege. Aber wie gesagt, große Größen, schöne Geschichten und auch vor allem Marken, die wir so vielleicht gar nicht unbedingt so kennen. Wobei, wenn ich hier in die Welcome Box gucke, sehe ich hier auf jeden Fall, dass hier mehr als nur ein dekorative Kosmetik-Produkt drin ist. Und wir starten einfach mal mit dem. Sehr witzig, was es als Goodie mehr dazu gibt, wenn ihr auch über den Link in der Infobox geht. Ne? Das ist von Anwen, diese Eco Hair Brush. Ich finde die wundervoll und zwar so wundervoll, dass ich die hier auch eben noch verwendet habe. Also das ist meine, da hängen auch noch ein paar Haare drin. Und die ist wirklich sehr angenehm. Du reißt dir damit auch nicht wirklich Haare raus. Also schon so ein paar, die lose sind, ist klar. Aber die ist sehr, sehr, sehr angenehm. Die hat hier auch diese Flexibilität, ne? Also dass du halt hier das so durchdrücken könntest, auch wenn du damit direkt über den Kopf gehen würdest. Das ist eine ganz sanfte Haarbürste und meine sieht halt einfach schon ein bisschen aus wie Hulle. Und hier haben wir die auf jeden Fall nochmal mit drin. Finde ich großartig. Die hatte ich auch mal in der Goodiebox drin enthalten. Und die ist halt auch irgendwie vom Material her super ökologisch und so. Und das finde ich einfach toll. Kann ich wirklich ja, euch empfehlen. Und ich glaube, das Ding kostet schon, was kostet das nicht auch irgendwie seine 10, 20 Euro oder so? Ist schon ein hochpreisiges Ding. Ich blende euch ja die Preise ein. Ne? Das hier ist jetzt eher eine Einmalanwendung, aber es ist ziemlich nice. Guess what? You'll be naked in a minute. Das ist von Frank Body, so ein Kaffeepeeling. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist jetzt kein Produkt, was irgendwie einen super krassen Wert hat, aber es hat einen wirklich sehr schönen Effekt. Und ich habe es auch schon mal bei einem Aufgebraucht-Video gesagt, wenn man das verwendet unter der Dusche, ist es halt einfach so, dass du dich fühlst, als würdest du dir gefühlt den Inhalt deines Biomülls auftragen und das auf deinem Körper verteilen, weil es halt einfach wie Kaffeebrött ist. Ne? Und ja, da wir halt sehr viel Kaffee trinken, haben wir auch immer ordentlich viel Kaffeebrött drin. Und ja, das ist ein sehr schönes Körperpeeling, was dadurch, dass es halt mit Kaffee ist, ne, oder mit Kaffee, ja, Kaffeesatz, nicht Satz, Kaffee halt, ist es halt nicht so super krass, Schrubbel, Schrubbel, aber du hast halt schon dieses Peeling-Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben kann. Und du hast hier auch wirklich ein Pulver drin. Ne? Das kannst du theoretisch für 2, 3 Anwendungen aufteilen, wenn du möchtest. Ich persönlich hätte es einfach cooler gefunden, wenn die das in einer wirklich wiederverschließbaren Packung hier reingepackt hätten. Aber das macht Frank Body immer so, dass die halt diese 20 Gramm in diesem Sachet quasi haben. Kann man sich aber umfüllen. Ne? Man hat sicherlich noch irgendwie ein aufgebrauchtes leeres Pöttchen irgendwo oder ein altes Marmeladenglas. Da kann man es reinmachen. Klar kannst du das für eine Anwendung verwenden, aber wie gesagt, du kannst es für 2 bis 3 Anwendungen aufteilen. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Wir haben hier so geile Produkte drin. Okay, also hier ist nämlich noch ein Pinsel von Nire. Ich liebe die Nire-Pinsel.
Und das ist halt auch, war das nicht sogar der Pinsel, der in der allerersten Goodiebox, die nach Deutschland geliefert wurde, drin war? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall mit diesem Sparkling da unten und das ist der Plush Powder Pinsel, die 101. Und ich habe den da, ich finde, ich habe den aber gerade nicht auf dem Tisch stehen. Ich finde den sehr, sehr schön. Damit kannst du toll Puderprodukte einarbeiten. Der ist sehr schön weich und vor allem, und das kann ich jetzt natürlich ja durch langfristige Anwendung auch sagen, ne? Der ist sehr langlebig. Also ich verwende Pinsel ja viel. Ich schminke mich häufig, das ist mein Job. Und ja, der hält und hält und hält. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre gibt es Goodiebox schon auf dem deutschen Markt? 3 Jahre oder so, ne? Und seitdem hält auch dieser Pinsel bei mir. Mega Empfehlung. Und da habe ich mir auch irgendwann mal diese Nieré Limited Edition Box, wo du halt ganz viele Nieré Pinsel und eine Pinzette und so mit drin hattest, gekauft. Und ich liebe diese Pinsel. Ich finde die super. Dann haben wir hier noch ein Lippenprodukt von Isadora. Lip Desire Sculpting Lipstick in der Farbe 73 Vintage Rose. Dürfte eine Originalgröße sein, würde jetzt, glaube ich, gerade auch richtig gut zu meinem Oberteil passen. Das ist so ein richtig schöner Dunkelbeere, leicht aschiger Ton. Mag ich gerne leiden. Ich weiß nur nicht, ob der mir wirklich stehen würde. Da bin ich vollkommen ehrlich. Wir können es ja mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Ich würde es ja eh in meinen Full-Face-Beauty-Boxen auch mit reinnehmen, dass man das einfach mal sich angucken kann. Okay, die Umverpackung fühlt sich sehr schön durch dieses Matte an. Ich finde es sehr leicht. Also fühlt sich nicht so super krass wertig, schwer an oder so, ne? Genau. Machen wir mal den Lipgloss ab. Aber das dürfte jetzt auch sehr gut harmonieren. Wow, ist der schön. Der hat so Sparkles drin und der scheint auch dann so ein bisschen schier zu sein. Oh, das ist ja schön. Gut, dass ich den ausgepackt habe. Hat auch so eine schöne Vertiefung für die Lippe. Ah. Oh, ist der schön. Oh ja. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Das muss man mögen. Der ist hübsch. Oh, der fühlt sich auch ganz angenehm auf den Lippen an. Sehr cremig. Halt nicht so, das ist ja auch kein mattes Produkt, auf gar keinen Fall. Das ist sehr, sehr angenehm. Sculpting Lipstick. Sehr schöne Farbe. Ne? Oh, ich mag den. Doch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte erst so, ne, kurz überlegt, packe ich den wirklich aus? Möchte ich den wirklich auftragen? Weil wenn das halt so eine dunkle Farbe gewesen wäre, könnte das schwierig werden, weil mich das halt sehr schnell sehr blass wirken lässt. Aber das mag ich. Schön. Ich weiß nicht, was sowas normalerweise kostet. Isadora ist ja eine Marke, die ist einem schon öfters mal be begegnet. Boah, finde ich. Mag ich gerade richtig gerne leiden. Okay, dann habe ich hier von Terra de Mars auch eine Marke, die wir öfters mal in der Goodiebox finden. Ein Shampoo drin. Das kann man immer gut gebrauchen. 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Von der Marke habe ich auch schon das ein oder andere Mal angewendet. Ich muss gestehen, ich finde es halt solide. Ich würde es mir halt nicht original so zu dem Preis kaufen. Freue mich aber jedes Mal, wenn ich das halt in der Goodiebox drin habe. Ist jetzt nicht super sexy von der Verpackung her, ne? Aber es ist ein solides Produkt. Ja, kommt man mit klar. Also wir haben was für die Haare. Wir haben was im dekorativen Kosmetikbereich. Wir haben was für den Körper mit dabei. Und jetzt gehen wir mal zum Gesicht. Von Balance Me ist das die AHA Glow Mask mit 20 Millilitern. Ja, das ist halt im Prinzip ein chemisches Peeling. Ganz schön teure Marke. Und AHA sorgt ja wirklich für Glow. Also das macht so ein ganz kleines bisschen optische Faltenreduzierung, weil du ja quasi dadurch auch Feuchtigkeit bekommst, ne? Und es nimmt halt die toten, abgestorbenen Hautschüppchen ab. Und dementsprechend hast du auch ein ebenmäßigeres Hautbild. Deswegen AHA ist eine ganz schöne Geschichte. Ich mag es auch sehr gerne. Finde es noch okay, dass es in der Box drin ist. In der Aprilbox würde ich das jetzt nicht mehr unbedingt drin sehen wollen oder in der Maibox, weil dann halt die Zeit vom chemischen Peeling aufhört und man ja eher so in die ja, Enzym-Peeling-Geschichte oder so geht, weil die Sonneneinstrahlung dann ja relativ hoch ist und man da einfach aufpassen muss, dass man keine Sonnenschäden bekommt, ne? Aber jetzt so aktuell ist es noch vollkommen in Ordnung. Abends verwenden und am nächsten Morgen definitiv bitte, bitte einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor verwenden. Dann kommt man damit auf jeden Fall richtig gut zurecht und vorher natürlich vorsichtig antesten, ob man das so verträgt. Ne? Hier steht jetzt nicht drauf, wie intensiv diese AHA-Konzentration hier drin ist, aber hier steht auf jeden Fall drauf, dass du es weniger als 15 Minuten drauf lassen sollst. Definitiv erstmal mit 2 Minuten anfangen, dann auf 3 Minuten steigern. Ne? Zweimal pro Woche würde ich das verwenden, persönlich. Aber das ist halt bei mir, ich habe eine sehr, sehr sensible Haut. Bei mir ist alles eben ein bisschen, ne, dass ich da etwas intensiver drauf achten muss. Letztendlich ist jede Haut natürlich anders. Ich persönlich bin halt so eine sehr, sehr vorsichtige Skincare-Lady. Also ich passe das sehr, sehr intensiv auf. Dann habe ich hier ein Produkt drin. Das habe ich auch schon vor Jahren mal in der Box drin gehabt. Von
was? Bella Pierre Cosmetics, genau, das Banana Setting Powder. Und das ist in Original Light, das ist mir leider zu dunkel, das hatte ich nämlich, wie gesagt, schon mal da. 6,5 Gramm, genau. Ja, hier ist, wie gesagt, die Umverpackung, finde ich sehr hübsch. Ich persönlich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt dieses Banana ist, ne? Dass wir das doch relativ dunkel dann haben. Also für mich ist es leider nicht. Das oxidiert dann auf meiner Haut zusammen mit den feuchten Sachen, die drunter sind. Und dann wird es leider ein bisschen zu dunkel. Ich meine, dass wir das letztens in irgendeiner anderen Box in einer rosa Variante oder so drin hatten. Das habe ich nämlich auch schon in meinem Full Face Beauty Boxen Ding drin, oder? Ja, genau, das ist ein Mineral Blush. Oh. Aber deswegen, also dieses hier wird dann nicht bei mir bleiben, weil ich es halt einfach kenne und weiß, dass es mir zu dunkel ist. Ich bin aber auch wirklich sehr, 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 sehr blass. Das heißt, für normale Light-Hauttypen ist es super geeignet. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und ich persönlich bin auch eher so ein Fan davon, dass man in solche Boxen Sachen reinpackt, die dann auch wirklich für jeden geeignet sind. Sei es Puder, Primer, Augenbrauengel, Setting Spray. Ne? Sowas sind dann halt so die Sachen. Oder eine Mascara, die kann jeder theoretisch verwenden. Da ist es nicht irgendwie, dass jemand vielleicht nicht den passenden Turn dafür hat. Und genau, aber deswegen, also super schöner Inhalt für diese Welcome Box. Sehr empfehlenswert. Schaut in der Infobox vorbei. Wenn ihr auf den Link klickt, müsste dann auch direkt der Inhalt angezeigt werden, den ihr hier gesehen habt. Und dann sollte das alles richtig laufen. Und ja, also schön ausgewogen. Für 9,95 Euro kann man sich null beschweren. Ich glaube, wir haben hier fast 110 Euro Warenwert, wenn ich das richtig gelesen habe eben, ne? Das ist schon cool und ich persönlich mag diesen Lippenstift auch so gerne. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.